Günter Kreuzer von der Feuerwehr Vorkloster. Was ist heute hier passiert? Also wir haben da einen F3-Kit, einen Wohnungsbrand im dritten Stock. Da sind wir alarmiert worden. Wo wir gekommen sind, hat nachher der im dritten Stock einen Christbaum brennt. Der wurde von der Polizei dann schon gelöscht. Wir haben dann nachher nur noch die Nacharbeiten machen müssen und mit der Wärmebildkamera festgestellt, dass es keine Gefahr mehr besteht. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist allerdings nicht mehr bewohnbar durch zu starke Rauchentwicklung und der Strom geht nicht mehr. Jetzt muss die Frau die Nacht irgendwo anders verbringen.